Tischdecken drauf machen. Mhm. Stehen wir so. Noch richtig? Ja, kriegen wir hin. Bestimmt. Komm gleich hin. So, müsst ihr gleich dabei. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf meinem Kanal. Ja, heute mal fremde Gesichter, zumindest für euch. Denn heute gibt es ein ganz, ganz tolles Thema an meiner, gut, erstmal Ladies First. Celine, genau. Du bist heute unser Model. Stellt sich zur Verfügung. Dein Instagram-Account, das blende ich noch ein, dass die da auch die Bilder wahrscheinlich gibst du ja auch, dass ihr da auch mal gucken könnt, ja, was da Schönes hingezaubert wird. Dann zu meiner Linken, von euch aus die rechte Seite wahrscheinlich, ich nenne dich immer noch mein Mentor der ersten Stunde und auch danach. Und Lennart Bövering. Und Lennart Bövering hat auch einen ganz schönen Instagram-Kanal. Da müsstet ihr unbedingt drauf gucken, denn da seht ihr diese ganzen Kunstwerke, die er da hinzaubert. Und Lennart, ich werde dich jetzt demnächst wieder um viel Hilfe bitten, denn ich bin zur dunklen Seite der Macht gewechselt. Ich habe mir jetzt auch einen Apple gekauft und da habe ich natürlich viele Fragen. Aber heute soll es gar nicht um Bildbearbeitung gehen in erster Linie, sondern um eine neue Idee der Fotografie mit Blitz, mit einer Langzeitbelichtung, man kann sagen Light Painting, Porträt, alles in einem. Denn du hattest mir vor gar nicht allzu langer Zeit ein Bild gezeigt und gesagt, wie hat er denn das gemacht? Und darum soll es heute gehen, da möchten wir euch gerne mitnehmen, wie das Ganze funktioniert. Und da habe ich, wie gesagt, den Profi an meiner Seite und der wird gleich erklären, wie das Ganze funktioniert. Ich schiebe dir jetzt den Tisch beiseite, dann kannst du schon mal ein bisschen erklären, grob, um was es geht. Und du kannst auch gleich schon in deine Position wahrscheinlich gehen und ich beobachte das natürlich mit. So. Ja. Genau, also wir werden ein paar Light Painting bzw. Light Trail Bilder machen nach dem Vorbild von dem genialen Fotografen Jake Hicks. Das ist ein britischer Fotograf und der hat eine ganz tolle Art gefunden, wie man in ein starres Bild quasi bewegtes Licht reinbringen kann. Und ja, das werden wir hier heute mal auch ein bisschen versuchen. Ich erkläre erstmal, wo überall die Lampen stehen. Was für Lampen wir verwenden, weil das ein bisschen eine besondere Sache ist. Und zwar ist erstmal unser sogenanntes Keylight, also das Hauptlicht, ist hier oben eine Softbox. Da steckt oben ein Systemblitz drin. Da könnte man auch ein ganz einfaches Speedlight benutzen, was sonst auf den Blitz kommt. Dafür habe ich hier auch eine Fernbedienung, mit der ich das Ganze fernsteuern kann. Das ist wichtig für die Kamera, damit ich nicht mit dem Kabel irgendwie noch hantieren muss. Mhm. Da gehen auch meine einfachen Godox-Blitze, die du mir mal empfohlen hast für die Anfänger, genau das Gleiche. Das ist jetzt ganz egal, muss kein Profi-Geschirr herhalten. Genau, funktioniert super, vor allen Dingen, weil wir ohnehin nicht über ein 200stel gehen, sondern wir werden so eine Belichtungszeit von einer Drittelsekunde oder einer halben Sekunde haben. Das heißt, wir haben auch gar keine Probleme mit Blitzsynchronisationszeiten. Ja. Blitz heißt ja in Wirklichkeit, der Blitz feuert ja mit einer gewissen Geschwindigkeit ab, die ja nur ein Bruchteil einer Sekunde ist. Genau. Habe ich ja von dir mal gelernt. Und das heißt, dieser Moment ist wirklich eingefroren. Genau. Was danach dann passiert, wenn zu wenig Licht ist, gibt es ja keine weiteren Belichtungen eigentlich. Genau, das ist das Tolle, wenn ich mal hier bei mir eine 200stel wirklich eingebe, also das Maximale, was mein Blitz synchronisiert, und einfach mal ein Testbild mache, dann haben wir... Das gebe ich dir nachher und dann kannst du das ein bisschen einblenden. Ja. Dann haben wir tatsächlich ein Bild, was komplett ohne dieses farbige Licht ist, was wir hier gerade hinten sehen. Mhm. Also das wäre der Standard, das Normale. Mhm. Wenn ich nur mein Blitzlicht benutzen würde, würde man den ganzen Hintergrund gar nicht sehen. Das heißt, ich muss meine Belichtungszeit anpassen, um überhaupt diese Farben mit reinzukriegen. Mhm. Das kann ich praktischerweise machen. Ich packe mal die Kamera jetzt mal hier ein bisschen noch hin. So. Genau. Also ich passe mal ein bisschen so schrittweise meine Belichtungszeit an, gehe mal zu einer 30stel Sekunde und halte erstmal noch ein bisschen still. Celine weiß schon super, wie sie dazu positionieren kann. Mhm. Und jetzt fangen wir schon an, ein bisschen was vom farbigen Licht zu sehen. Richtig, aber man darf nicht vergessen, so ein Blitz, der hat richtig Power, auch wenn der jetzt für uns kaum ersichtlich ist. Aber im Verhältnis zu diesen bunten Lampen steht das ganz anders im Verhältnis. Und wenn du sagst, eine 30stel Sekunde, das ist nicht kurz, das ist eigentlich schon ziemlich lang. Würdest du dich wahrscheinlich in der Zeit jetzt noch bewegen, dann wäre das wahrscheinlich schon ein bisschen wieder verschwommen, oder? Genau. Mhm. Sobald wir jetzt gleich noch länger werden wir wahrscheinlich auch das Hauptlicht, was uns beide gerade beleuchtet, wieder ausstellen machen müssen. Wir dann auch ansonsten aus, würde das ein bisschen zu hell werden, aber währenddessen kann ich noch mal kurz erklären, was wir für Lampen hier haben. Und zwar ist das einmal so ein kleines RGB-Panel,
Die du auch schon mal auf deinem Kanal vorgestellt hast. Genau, die haben diese lustigen, gibt's ja wie Sand am Meer, sag ich mal. Genau, immer die haben diese lustigen Blinkfunktionen. Boah, das nervt gewaltig gerade. Genau, hat aber den Vorteil, dass wir einfach eine Farbe hier einstellen können. Mhm. Auf der anderen Seite, wer es noch etwas günstiger haben möchte, das hier ist ein ganz einfaches LED-Panel, hier glaube ich sogar zweifarbig. Ich sehe gerade, das ist eine Folie davor, ne? Genau, das ist einfach eine Farbfolie davor. Wer keine Farbfolien im Fotografiehandel bekommt oder nicht so viel Geld ausgeben will, kann einfach ins Bastelgeschäft geben. Solange man LEDs verwendet, die sind ja nicht heiß. Das heißt, da kann man ganz einfache... Nicht wie früher die 250 Watt Powerlampen, wo dir das Plastik da vorne weggeschmolzen wäre. Genau. Für so ein kleines Panel kann man locker einfach eine DIN A4-Seite von farbiger Folien benutzen. Ja. Ja. Kein Transparentpapier, da kommt nicht genug Licht durch, aber farbige Folie findet man auch in jedem Bastelgeschäft. Ja. Dann noch eine Frage. Du hast gewählt den Blitz hier von oben und hier unten als Spiegelung nochmal, damit du möglichst weit ausgefülltes... Genau. Also wir haben hier von oben eine ganz weiche Softbox und haben unten nochmal einen Reflektor. Der sieht jetzt hier sehr fancy aus. Das ist so ein gebogener Reflektor. Ja. Den benutze ich eigentlich immer bei Beauty-Aufnahmen, weil er eben von allen Seiten nochmal Licht gibt. Man könnte auch einfach, das habe ich auch schon oft gemacht, einen Pizzakarton mit Alufolie nehmen. Ja, richtig. Funktioniert von vielen Seiten füllt ja dann, wenn du hast kein hartes Licht, also jede Falte, hast du ja nicht, aber jede Falte, die dann sonst da wäre, ist mit Licht ausgefüllt, sieht man keine Schatten, also macht das alles schön weich. Genau, das ist der Sinn von diesem Reflektor. Wir könnten nachher auch mal probieren, ob wir den wegnehmen, dann gibt es natürlich etwas tiefere Schatten. Das kann manchmal ganz cool aussehen, aber ich finde für diesen Look, weil es eben alles eigentlich sehr hell ist mit den Lichtern, finde ich, passt das ganz gut, auch von unten aufzuhellen. Gut. Dann machen wir weiter, was du jetzt in der nächsten Stufe vorhast. Ja, genau. Also ich kann schon mal erklären, wir sind jetzt ja bei einer 30. Sekunde gewesen. Bisher immer noch sehr scharfes Bild, aber wir fangen an, von rechts und links so ein bisschen die Farben zu sehen. Wenn ich jetzt noch etwas länger meine Belichtungszeit mache, sagen wir mal ein Achtel, und anfange, sobald ich den Trigger drücke, meine Kamera zu bewegen, dann sieht man hoffentlich Folgendes. Also ich habe jetzt wirklich ruckartig die Kamera bewegt. Ja, und jetzt sieht man das schöne Verschwommenheit. Genau, das Licht fängt an, eben verschwommen zu werden. Wir haben trotzdem ein scharfes Licht, weil der Blitz viel, viel schneller ist als das, was ich mit meiner Kamera bewegen kann. Ja. Er hat, glaube ich, so eine 10.000stel Sekunde nur an Abbrennzeit. Das geht ganz schnell. Und während ich meine Kamera bewege, sehen wir halt sofort, dass sich das Licht dann quasi im Bild verteilt. Genau, aber du hast jetzt, wie ich gesehen habe, die Lampen selber nicht sichtlich drauf. Genau. Sondern er hat jetzt nur die... Lampen links und rechts benutzt, um Model anzustrahlen. Genau. Deswegen auch hast du ihr extra gesagt, zieh dir irgendwas Glitzerhaftes an, damit das ein bisschen reflektiert. Ne? Genau. Das ist ich habe nämlich vorgedacht, die ersten Bilder, die ich gesehen habe, ich zeige mal das erste Bild, was du mir überhaupt gezeigt hast, das blende ich jetzt mal eben kurz ein. Da seht ihr, und da habe ich immer gedacht, das wären die wirklich die Lichtquellen gewesen, die dann da hochziehen. Aber das war gar nicht so. Genau. Sondern das ist nur das angestrahlte Licht. Genau, wir sehen ja hier, dass Scene rechts und links schön in Blau und Pink quasi angeleuchtet ist. Ja. Und das reicht tatsächlich aus, um nachher diese Lichtstreifen zu erzeugen im Bild. Ja. Gut, dann versuch nochmal. Noch längere Belichtungszeit. Bei was bist du jetzt? Genau, ich bin jetzt bei einer Viertelsekunde, also 0,25. Ich denke, gleich werden wir zu dem Moment kommen, wo ich das große Licht ausmachen muss. Mal gucken, ob meine Kameras das nochmal hinkriegen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Kannst du ein ganz kleines Stückchen darüber? Klar. Perfekt. Super. Genau, also ich bewege immer die Kamera in eine Richtung, da wo ich das Licht haben möchte. Ehrlich gesagt ist das auch immer ein bisschen Zufall, je nachdem, wie es gerade passt. Man probiert es aus, von oben nach unten, links nach rechts, je nachdem. Genau. Ich habe irgendwann festgestellt, das ist eigentlich immer ganz cool, wenn ich ein bisschen die Kamera drehe und dann nach unten ziehe. Dann wird die Lichtquelle auch breiter wahrscheinlich dadurch, ne? Genau. Außerdem habe ich meine Lichter hier relativ tief eingestellt, damit die nicht zu viel Licht ins Gesicht geben, weil das sonst ein bisschen unscharf wird. Also ziehst du wahrscheinlich noch die eigentliche Belichtung mit weg. Genau. Oder sonst sieht man, dass die Nase so hoch geht. Jetzt kommen wir zu noch längeren Belichtungszeiten. Genau, und dafür jetzt müssen wir das Licht ausmachen. Die GoPro ist wahrscheinlich selbst bei den Lichtverhältnissen schon ordentlich am Rauschen. Ich hoffe, ihr verzeiht die nicht allzu dolle Bildqualität, aber das werden wir dann auf jeden Fall mit hübschen Bildern wieder gut machen. Ja, wenn ich auf die Seite komme, habe ich wahrscheinlich auch blaues Licht dann im Gesicht. Dann mache ich diese Lampe jetzt einmal aus. Jetzt wird es ein bisschen dunkler. Ja. Mal gucken, ob die Kamera hier noch was... Oh ja, Blende 1,2 schafft das doch. Alles klar, kannst du die Schulter ein kleines bisschen runternehmen? Ja. Genau, und etwas nach hinten, Jetzt das ist super. 3, 2, 1,
Kopf ein kleines Tickchen höher. Genau. Sehr schön. Die Arme ruhig einmal so. Genau. Jo, bring die Hand ruhig ganz ans Gesicht dran. Genau. Und wie ihr seht, sehr cool. Der Lennart, der macht das nicht zum ersten Mal. Der weiß schon, wie er seine Models den Tipps geben kann, wie man sich so bewegt. Aber kannst du einfach einmal. Ne? Und das ist natürlich auch wichtig. Ja. Wobei, perfekt, ich muss sagen, sie macht das schon von vornherein sehr, sehr gut. Sie weiß genau, was er will. Die arbeiten nicht das erste Mal zusammen, aber das seht ihr dann ja wahrscheinlich auf deren Instagram-Profilen. So. Ja, deshalb redet man sonst mal wenig. Die kennen das nicht, dass man während des Shoots auch noch so viel labert, so wie ich. Das kennen die eben nicht. Sehr gut gerade das Gesicht gehalten. Respekt. Gut. Zeig mal ein Ergebnis. Ist das schon? Da sind schon sehr, sehr coole Bilder dabei. Wow. Cool. Muss so. Mein Lachen echt verkneifen. Gut, also. Hast du aber richtig gut gemacht. Ich würde sagen, das Ziel ist erreicht eigentlich damit, ne? Ja. Ich mache jetzt nochmal Licht an und dann machen wir so eine kleine Abmoderation noch dazu. Und ihr merkt selber, liebe Zuschauer, das ist alles ohne Schnitt, das ist live, das ist alles so durch, wie wir das jetzt gemacht haben. Wir blenden euch natürlich die ganzen Bilder noch ein und ich muss sagen, es wirkt erst ein bisschen kompliziert, aber wenn man die Materie einigermaßen versteht, was es heißt, mit Blitzlicht zu arbeiten, mit Dauerlicht zu arbeiten, dann baut sich das eigentlich logisch auf. Total. Und das ist ganz, ganz viel ausprobieren. Ich habe auch viel rumprobiert, wo stelle ich die Dauerlichter auf, wie kann ich am besten mit dem Blitz arbeiten. Ja. Wir hatten den auch mal von der Seite und so. Einfach viel ausprobieren. Es sieht letztlich alles cool aus, aber man muss halt wissen, wie möchte ich es gerade haben. Richtig. Und das ist ja das, was an der Fotografie und auch in der Studiofotografie richtig viel Spaß macht. Und ja, du weißt auch schon, du benutzt es viel, du gibst ein bisschen mehr für dein Equipment aus, aber wer mit der ganzen Geschichte anfangen möchte, man kann auch für wenig 100 Euro ein einfaches Stativ, einfache Blitze, so habe ich ja auch angefangen, mit den Sachen arbeite ich ja jetzt auch noch und ich würde mal behaupten, damit habe ich trotzdem Erfolg. Das funktioniert natürlich auch. Wenn ihr möchtet, dass wir ab und zu mal mehr zusammen machen, auch mit dem Model natürlich, ja, dann würden wir euch gerne vielleicht in so einem 3-4-Teiler so den Start für die Fotografie mit Blitzlicht erklären, denn ich habe es gelernt von dir und deswegen, und ich bin einer, der immer schwer kapiert und ich habe es hinbekommen, also würde ich sagen, nehme ich dich gerne mit ins Boot und würde das gerne mit dir gemeinsam also eine kleine Blitzstaffel oder wie auch immer ich das nenne, machen. Schreibt es unten mal in die Kommentare, ob euch das Ganze gefällt und ob ihr das gerne haben möchtet, und dann würde ich sagen, steht nichts im Wege, dass wir damit loslegen können. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, Celine. Danke. Und ich wünsche dir erstmal schöne Ferien. Danke. Ab nach Schweden und und danach treffen wir uns wieder und dann hoffe ich mal, dass wir noch viele schöne Bilder hier gemeinsam hinkriegen. Ja? Ja. Dann sagen wir an der Stelle tschüss. Ciao. Tschüss.